Ja, hallo meine Lieben, heute ist Samstag. Sie haben Stahl angeliefert. Schon einiges ist das, mein lieber Jolly. Sand und Schotter ist da. Ja, und ich guck mal, was noch hier in dem Verschlag drin ist. Ja, hier liegt ganz viel Zement trocken. Schon einiges an Utensilien, die benötigt werden. Ja, dann wird es wohl morgen losgehen. Ja, und jetzt geht die Sonne unter. Das dauert jetzt noch ein paar Minuten, dann ist es stockdunkel. Ja, meine Lieben, heute Morgen geht es jetzt hier zur Sache. Da werden Eisenstücke werden geschnitten und dann gebogen. Was das genau wird, weiß ich noch nicht. Da warte ich einfach ab und ihr auch. Und dann zeige ich euch nachher, was sie damit machen. Ja, hier kann man schon sehen, die werden also nicht gebogen, sondern gerade gemacht, damit man daraus diese Körbe machen kann. Ja, so kenne ich das von uns auch in Deutschland. Als wir damals gebaut haben. So, hier sind wir schwer am Arbeiten. Da wird alles verbrannt, was noch da ist. Die Cousine hat den Rest von den Ästen und dickeren Ästen genommen. Ja, und das hier wird jetzt verbrannt. Ja, Lichterloh, das eine Stück von der Palme. Ja, das erste Teil liegt da, ist schon fertig. Und die sind an den nächsten am Arbeiten. Die arbeiten mit so einer Ruhe, aber es geht voran. Ja, die machen Feierabend für heute. Das hier haben sie heute alles geleistet und gerade gezogen. Da hinten läuft Wasser. Ich war heute mal zwischendurch in die Massage nach Nangrong und eine kleine Pizza essen. Ich kann ja hier sowieso nichts machen und die wollen auch nicht, dass man hilft. Ja, das ist schon schwer Arbeit. Und die Sonne geht bald unter. Ich wünsche euch was. Morgen hat mein Mann Geburtstag. Da fahren wir in den Tempel. Da werde ich euch von dort berichten.